Hallo Halle. Okay, du stehst ja schon öfter vor Leuten. Du bist jetzt nicht so neidisch, dass du sagst hier, das macht dir Angst? Naja, Angst nicht, solange die nicht auf die Bühne stürmen und... Aber ansonsten passt schon. Okay, wer weiß, je nachdem, wie du heute hier performst, stürmen sie auch noch die Bühne. Gut. Henning, die Piratenpartei ist ja zunächst ja großen Wahrnehmung angetreten als eher Partei, so, sag mal, mit einem schmaleren Themenrepertoire. Aber wir haben gerade eben schon mal kurz drüber gesprochen, man ja, muss sich dann doch auch in vielen verschiedenen anderen Politikfeldern positionieren. Heute beim CSD geht es um ja, die rechtliche Situation, die gesellschaftliche Situation von Lesben und Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen. Und wir sind natürlich gespannt, ob die Piratenpartei hier schon Position entwickelt hat. Da ist ja auch manchmal Kritik laut geworden. Mensch, da weiß immer keiner was oder keiner darf was sagen. Und wenn ja, welche Positionen das sind. Du weißt, du kennst das Spiel, die Regeln. 5 Forderungen hat der CSD aufgestellt. Forderung 1, Gleichbehandlungsgrundsatz, alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz, ist so formuliert im Grundgesetz und auch in der Landesverfassung. Wir fordern, dass neben anderen Benachteiligungsmerkmalen wie Geschlecht, Herkunft, Glaube, dass auch die sexuelle Identität aufgenommen wird, um die Politik dazu, ja, zu diesem Bekenntnis zu zwingen, hier gibt es Benachteiligung und hier muss was passieren. Ja. Was ist die Position der Piratenpartei? Ja, also unsere Position ist eigentlich relativ eindeutig. Wir würden einer Grundgesetzänderung in der Hinsicht zustimmen. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Okay, danke. Ganz wichtiger Punkt für uns alle, vollständige rechtliche Gleichstellung, denn das ist leider ja noch lange nicht erreicht. Zwar werden wir nicht mehr politisch verfolgt, aber rechtliche Gleichstellung gibt es auch noch nicht. Adoptionsrecht, da gibt es etliche Benachteiligungen, auch Insemination, man glaubt es nicht, ist hier für lesbische Paare in Deutschland nicht möglich. Da muss die Grenze überschritten werden, nach Dänemark, nach Holland, wo das möglich ist, wo wir aber sozusagen als Ausländerin auch nachrangig nur behandelt werden. Steuerrecht war schon ein paar Mal Thema. Ja, wie ist da die Position der Piraten? Was muss hier passieren? Was sind eure Vorschläge? Ja, also dazu haben wir auch was konkret im Programm, und zwar haben wir einen Vorschlag, den wir aus Frankreich übernommen haben, das nicht nur Partnerschaften in irgendeiner Form definiert, wie man das im klassischen Sinne hat, als Ehe oder ähnliches, sondern Partnerschaften viel breiter fasst. Das ist das sogenannte PACS-System. Bitte nicht fragen, was die Abkürzung ist, habe ich keine Ahnung. Ich will auch jetzt hier nicht so viel Zeit eigentlich wegnehmen. Die meisten langweilt das sowieso, Politik und so. Nein, das ist interessant. Also ich finde das gerade ganz spannend. Also eine neue Form von Partnerschaft, schildere das mal genau, oder von ja, Rechtsform dafür. Genau, also das fasst dann zum Beispiel auch das Pflegen von hilfebedürftigen Menschen und die Gleichstellung aller steuerlichen Formen, also die Gleichstellung einfach alle dessen, was man da so hat. Und das umfasst dann im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann, weil hier wurden gerade so ein paar Geschlechter genannt. Wir sind auch für die Abschaffung der Geschlechtererfassung und auch die eindeutige Zuordnung von Vornamen als Geschlechtsmerkmal oder auch die Erfassung im Personalausweis. Und dieses PACS-System als Grundlage für die deutsche Rechtsprechung zu nehmen, umfasst dann halt alles, was man sich vorstellen kann und was man vielleicht selber noch gar nicht weiß, was es alles so gibt. Okay, sind das auch so Sachen wie, ich habe mal davon gehört, also sowas wie eine Art Ehe nicht nur für 2, sondern auch für 3 Personen oder so? Ja, also es gilt dann, ja. Im Prinzip für alles. Ob jetzt 2 Personen eine pflegen, die haben dann die gleichen Vor- und Nachteile wie 2 Personen. Das ist also alles im Prinzip. Okay, also hier nochmal ein ganz neuer Impuls von den Piraten. Gut, gehen wir mal weg von dieser Ebene der rechtlichen Regelung. Wir wissen, dass auch auf gesellschaftlicher Ebene noch viel zu tun ist. Zwar können wir nicht mehr angeklagt werden für Homosexualität, aber Gewalt ist trotzdem noch für viele eine tägliche Bedrohung, auch Anfeindungen. Und es ist ganz klar, dass die Gesellschaft sich zwar schon weit entwickelt hat, aber dass trotzdem der Weg noch lange nicht am Ende ist. Der CSD fordert daher einen gesellschaftlichen oder einen landesweiten Aktionsplan für Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen. Wie steht ihr dazu?
Ja, also die Idee ist auf jeden Fall sehr gut. Die würden wir auch unterstützen. Wo man halt ansetzen muss, ist in der Bildung. Und wir sind halt der Überzeugung, dass Toleranz irgendwo auch was mit Konfrontation hat mit Gruppen. Häufig ist es so, dass die Personen, die man am wenigsten sieht oder Bevölkerungsgruppen in irgendeiner Form, dass man da am meisten diskriminiert ist. Weißt du, Beispiel ist Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hat die niedrigste Ausländerquote und die höchste Ausländerfeindlichkeit. Und das korreliert einfach. Und da muss man versuchen, schon im frühen Alter, das ist ein sehr langer Prozess, den werden wir nicht innerhalb kürzerer Zeit umsetzen können, aber wir müssen anfangen, in der Schule bereits darüber aufzuklären, welche Lebensarten es gibt und dafür werben, dass das nicht schlimm ist. Wir müssen aufhören zu sagen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau das Ultimum ist und uns darauf zu versteifen und das in jeder gesellschaftlichen Ebene immer zu sagen, das ist das, was wir brauchen und das ist das, was wir fördern. Und mit dem PACS-System macht man den ersten Schritt, dass man das ein bisschen aufbricht. Aber in der Bildung geht es dann halt voran, dass man dort in der Schule vorangeht. Okay, super Sache. Für Sichtbarkeit sorgen wir auch heute. Prima, Leute, dass ihr dabei seid. Ja, nächster Punkt. Weiß nicht, ob ihr dazu schon Gelegenheit hattet, euch zu positionieren. Ihr wisst, dass aufgrund des Paragraph 175 in der alten Bundesrepublik und des entsprechenden Paragraphen in der DDR eben Menschen verurteilt worden sind aufgrund ihrer Homosexualität, meistens Männer in den 50er und auch 60er Jahren noch. Und da ist bis heute die rechtliche Rehabilitierung, die vollständige, steht aus. Und diese Menschen sind nie entschädigt worden für das Leid, das sie erlitten haben und auch dafür, dass natürlich ihre soziale Existenz erstmal ruiniert war, wenn sowas bekannt wurde in den 50er Jahren. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ist ja nicht mehr mit heute vergleichbar. Hier fordern wir Entschädigung. Da gibt es, wie gesagt, einzelne Positionen, die sagen, nee, geht nicht so richtig, das war ja geltendes Recht. Wir haben jetzt auch gehört von den Linken und den Grünen, nee, geht doch. Wie ist die Position der Piraten? Ja, also wenn man damit argumentiert, dass es damals geltendes Recht war, ist das ein bisschen pervers, weil andere Taten, die Deutschland begangen hat, waren damals auch geltendes Recht. Also ich rede jetzt hier nicht mal vom Zweiten Weltkrieg, sondern noch davor, Kolonialzeit. Wir als Partei sprechen uns generell dafür aus, dass die geschichtliche Verantwortung von Deutschland aufgearbeitet wird. Und dazu gehört halt auch die Rehabilitierung von Leuten, die zu Unrecht verurteilt wurden, auf heutiger Basis. Und das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Ja, also wir sind für die Rehabilitierung und dann auch dementsprechend für die Entschädigung. Es ist dann wahrscheinlich sogar sinnvoll, eine einzelne Stelle dafür einzurichten, die nur dafür zuständig ist. Okay, danke. Letzter Punkt. Die bunte Vereinslandschaft, die wir haben, hauptsächlich getragen von Ehrenamtlichen, aber nur Ehrenamtliche schaffen es nicht. Beratungsstellen für Lesben und Schwule, für transidente Menschen, für intersexuelle Menschen, aber Jahr für Jahr wieder das gleiche Problem mit der Haushaltsverabschiedung. Da steht es immer auf der Kippe. Wie gesagt, hier in Halle mit Don Rosa e.V. Weiberwirtschaft war jetzt ein prominentes Beispiel, wo die ganze Existenz der Beratungsstelle wirklich dran hängt, dass die Stadt es nicht fertig bringt, rechtzeitig hier Beschlussvorlagen zu liefern und Beschlüsse zu fassen. Wie können wir das verändern? Was ist da eure Meinung, eure Idee? Ja, also generell ist in Deutschland natürlich die Haushaltslage immer wieder eine große Debatte. Wir als Piraten sehen da ziemlich großen Nachholbedarf generell. Wir sehen auch sehr viel Steuerverschwendung und Ausgaben, die einfach nicht mehr notwendig sind. Also ich weiß ja nicht, wie viele ehrenamtliche Projekte man mit den Kosten eines Panzers fördern kann. Insofern muss man da einfach mal andere Prioritäten setzen in Deutschland. Wir geben für so viele Sachen unglaublich viel Geld aus und haben dann plötzlich für Bildung kein Geld mehr. Das ist der erste Punkt, wo wir sparen. In der Kultur sparen wir. Und dazu zählen dann natürlich auch so Projekte, die versuchen, Toleranz zu fördern. Und das ist einfach eine falsche Prioritätensetzung, die in Deutschland derzeit herrscht. Und deswegen sind wir für mehr Geld für diese Einrichtungen. Natürlich können wir auch nicht zaubern, aber ich denke mal, wenn man die gesamte Haushaltslegung in Deutschland mal ein bisschen reformieren würde, kommt da plötzlich Gelder zusammen, wo man sich dann fragt, ups, haben wir doch noch ein paar Milliarden. Okay, danke. Das war Henning Löbers von der Piratenpartei Sachsen-Anhalt. Dankeschön. So, weiter geht's jetzt mit unserem Moderator Ralf Scheibe. Ralf